Ja, hallo Freunde, guten Tag. Hallo, hören Sie mich? Ja. Oh, gut. Sie Ja. schon. Also es freut mich eigentlich. Sie sind da schon. Und jetzt beginnt unser Stammtisch, natürlich. Also heutiges Thema ist ja vielleicht für Kinder sehr gut. Oder wir alle haben solche Karikaturen. Einige sind uns sehr beliebt. Wir uns sehr wichtig und wir haben vielleicht mindestens Mowgli gesehen. Dschungelbuch. Ja, bestimmt. Vielleicht fast alle, meiner Meinung nach. Ich habe das. Ich war ein großer Fan von Mowgli. Und dafür warteten wir, also ganze über den Woche. Und das war vielleicht am Wochenende. Ich erinnere mich jetzt nicht ganz genau, aber ich habe das Gefühl, dass ja, wir warteten immer auf Dschungelbuch. Und nicht nur ich, aber in der ganzen Gemeinde. Und alle wollten eigentlich zusammen. Und wir haben auch immer mitgesungen, mitgelaufen. Auch in Feldern. Wir liefen und dann sangen. Das Lied Jungle Jungle Baat Chali Hai, Pata Chala Hai. Ja, also Freunde, wer will damit beginnen? Diese Zeichnungen oder Karikaturen. Sie können vielleicht auch über andere Cartoons Karikaturen sagen, Cartoons sprechen. Bitte schon, wer will beginnen? Rashmi, bist du dran? Hast du auch Lieblingskarikaturen und Ja, Sir, ich kann damit beginnen. bitte schon. Ja, guten Tag alle. Heute sprechen wir über Zeichnen, Geschichten und Karikaturen. Meiner Meinung nach sind Zeichnen, Geschichten sehr voll von Unterhaltung. Die besonders finde ich, dass es ist einfach, eine fiktive Geschichte darzustellen mit Zeichnen Geschichten. Zum Beispiel Menschen, Fliegen und so weiter. Ansonsten ist das nicht möglich. Aber mit Zeichnen Geschichten wird es möglich und wir können es zeigen. Es hilft die Kinder bei ihrer Vorstellung und Kreativität zu entwickeln. Zum Beispiel roter Elefant, sprechende Pflanzen, die Freundschaft zwischen einem Fisch und einem Wurm und so weiter. Normalerweise, sie können es nicht an der Welt sehen, weil und sie denken nur in dem Box. Aber wenn sie sehen, oh ja, ein roter Elefant ist auch möglich. Pflanzen können auch sprechen. Und nicht nur, dass ein Elefant ist immer schwarz oder Pflanzen sprechen nicht. So, das hilft die Kinder, um ihre Vorstellung und Kreativität zu entwickeln. Jetzt können wir sagen, dass Zeichnen Geschichten sind nicht nur mit dem unter den Kindern, aber auch unter den Erwachsenen sehr berühmt. Die größte Beispiel ist Anime. Sie sind die Karikaturen aus Japan. Sie sind sehr berühmt wegen ihrer interessanten Handlung und guter Aktion. Wir sehen ein sehr großes Kult von das. Es entwickelt zu schnell auf unserem Land. Es ist ein Kult so groß wie Korean Dramas. Es ist besonders, dass Personen mit weniger Geld kann auch jetzt Filme machen. Normalerweise ein Film zu produzieren, kostet zu viel. Und die normalen Menschen können es nicht machen. Zum Beispiel, auch in den anfangenden Jahren hat Walt Disney, wenn er ihre erste Film produziert, hat er seine Haus als Eigentum, als Sicherheit geben müssen zu der Bank, um Geld zu bekommen und eine neue Filme zu produzieren. Aber jetzt sind die Technologie, mit dieser neuen Technologie wird es sehr
billig geworden und wenn man weiß, wie mit dem Computer CGI oder Animation machen müssen, machen können, sie können jetzt die Filme produzieren und es kostet zu wenig. Und auch ein wichtiger Punkt ist, dass es kann auch die alte mythische Geschichten darstellen. Damit unberühmte Volksmärchen oder volkstümliche Erzählungen mehr Zuschauer erreichen können. Das ist auch besonders wichtig, weil jetzt verloren wir unsere unberühmte Geschichten. Zum Beispiel die Geschichten, die sehr berühmt sind, zum Beispiel Tenali Rama oder Akbar Birbal, sie sind sehr berühmte Geschichten und wir können es, wir hören es und wir haben Bücher über diese Geschichte gelesen, aber unsere eigene Volksmärchen verlieren wir. Die Volksmärchen, zum Beispiel, wir haben ein paar sehr berühmte Volksmärchen, zum Beispiel der The Crow and the Fox oder the Greedy Fox. Aber die andere unberühmte Volksmärchen verlieren wir und damit verliert auch ein Stück von unserer Kultur. Aber mit dieser Technologie können wir es auch einen Film machen, damit die Kinder auch sich interessieren, es zu sehen. Und damit verlieren unsere Kultur nicht und wir können auch die Geschichten, die unsere Großeltern in ihrer Kindheit gehört haben, wir können es zu unseren Kindern erzählen und es macht immer Spaß. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen lieben Dank, das ist wirklich wunderbar. So gut haben die damit begonnen. So, diese Geschichtsbücher und diese Karikaturen, sie machen alles interessant. Und die Kinder sind immer sehr kreativ. Sie wollen eigentlich also alles sich vorstellen. Und damit können sie auch besser konzentrieren und besser lernen. Sie haben recht, wenn sie sagen, die Bäume sprechen, das passiert in Märchen. Und deshalb sind diese Märchen auch sehr beliebt bei Kindern. Und sie können dann ja auch glauben, okay, diese Bäume sprechen auch, sie haben auch das Leben. Sie können dann das mit vieles assoziieren. Einfach interessant wird das. Ja, toll. Und ja, Shubham, du bist auch heute jetzt am Anfang. Freut uns. Welche Karikaturen war Ihnen sehr wichtig? Sie können sagen, dafür warteten Sie vielleicht ewig und bitte schon. Yes, sir. Guten Morgen, I'm Sudhaman. Heutiges Thema ist Karikaturen und Geschichtsbücher oder Karikaturen oder Vidatman, Cartoon. Die Karikaturen und die Geschichtsbücher und solche Zeichnungsbücher, bunte gezeichnete Bücher, Geschichtsbücher sind sehr berühmt unter den Kindern. Und ich habe auch, als ich Kind war, hatte ich viele Kinderbücher oder Geschichtsbücher gelesen, wie zum Beispiel Chaja Chaudhary und Märchen Magazine oder Fabel Anekdote. Solche Fabel Anekdote und Märchen, solche Magazine sind ein Teil der Novel oder Dramatik oder ein Teil der Literatur. Aber seit unserer Kindheit haben wir sowas gesehen, auf dem Pen oder irgendwo, Chota Bhim, auch Poho läuft das ein sehr berühmter oder sehr erfolgreiches Programm, so genannt Chota Bhim. An alle mögen und alle sind verrückt nach diesem Programm. Und alle wollen die Chota Bhim auf jeden Fall sowas sehen und
sie können sich auf das nicht verzichten wollen. Und, ja, sie sehen das nicht, sie nachahmen das und sie möchten auch Chota Bhim werden in ihrer Kindheit. Das ist das Interessante. Und Karikaturen sind sehr beliebt normalerweise unter den Kindern, die nicht mehr als 16 Jahre alt sind. Unter 16 Jahre alt möchten und mögen die Karikaturen sehr gern. Und in meiner Kindheit habe ich Shaktiman Junior Ji auf dem Didi National gesehen. Und damals gab es nicht so viele Karikaturen. Und so diese Karikaturen wurden nur auf dem Cartoon oder Pogo Channel auf. Pogo Channel auf. Nicht auf dem Didi National. Aber leider konnte ich nicht Karikaturen auf dem Fern gesehen. Aber ich habe viele in meiner Kindheit viele Bücher über Karikaturen gelesen, wie zum Beispiel Chandu Mama, Chacha Chaudhary, und bei uns in Marathi Champak. I gibt es ein Magazine und in dem gibt es zu viele Moralgeschichte und die Geschichte mit Hilfe der Karikaturen erzählt worden sind. Davon bekomme ich oder davon habe ich zu viel gelernt und das war eine große Vergnügung, solche Bücher zu lesen. Damals war es sehr interessant. Jetzt sehe ich Karikaturen nicht mehr und leider habe ich auch keine Zeit, die Bücher oder solche Geschichte Bücher Märchen zu sehen. Aber solche Bücher immer sind eine Fantasy-Welt. Und in diesen Büchern gibt es eine Fantasy-Welt, gibt es einen Schurker, gibt es einen Held. Und die Held streiten miteinander für die allkräftige oder höchste Macht. Und am Ende bekommt man irgendein die Moral der Geschichte. Und davon lernt man viele Sachen, viele Basis des Lebens. Und die beiden Schurke und wie sagt man, Schurke und der Held haben die Magie und es geht um die Magie, es geht um die Kraft und das faszinierend, das sind sehr faszinierend und jedes Mal die Zeit und man wirklich bekommt eine gute Lehre davon und lernt man viel. Danke. Vielen lieben Dank, das ist so interessant. Ich weiß, dass die Menschen, die in meinem Alter sind, hatten auch irgendwann eigenen solche Figuren, Trickfiguren, Saisen Trickfiguren, Cartoons. Und vielleicht jemand hat Spider-Man oder Chota Bhim oder Krishna, Little Ganesha, es gibt hunderte. Und wie Sie jetzt also gerade erwähnt haben, Chacha Chaudhary und die andere solche Geschichten. Sie sind wirklich so interessant. Und wenn wir das in der Kindheit einmal genießen haben, richtigerweise genossen haben, dann bleibt eigentlich diesen Eindruck leben lang. Und wir erinnern uns, wir amüsieren immer noch, auch wenn wir ein bisschen groß werden. Vielleicht im Laufe der Zeit, sie werden nicht so wichtig, wie sie auch das erwähnt haben. Dann später engagieren wir mit anderes. Also andere Dinge und dann Prioritäten und ja, alles wird anders. Aber trotzdem, wir erinnern das, wie wir einmal so begeistert, verrückt waren und wie wir davon gelernt haben. Wenn wir Chota Bhim sehen, dann sehen wir, oh, Chota Bhim hilft anderen. Und dann lernen wir auch, wir sollten anderen helfen, weil wir auch Chota Bhim in uns so vorstellen. Diese positive Gewohnheiten könnten wir auch so entwickeln. Ja, natürlich, deshalb sind sie Helden und deshalb wir versuchen auch immer also Helden werden. Ja, next, wer ist dran bitte? Einfach, ihr Lieblingskarikatur, Cartoon oder Saisen Trickfilm. Ein Charakter, einfach, können Sie sagen, oder was anderes, womit Sie sich einfach assoziieren können. Ja, Freunde, so.
Einfach sollte man sagen, es ist möglich, dass heutzutage ist das alles. Vielleicht will jemand Pokémon oder Doraemon. Ja, Doraemon ist auch sehr bekannt. Meine Kinder wollten immer Doraemon sehen und einige Male habe ich gefragt, also was ist da, warum? Dann sagt mein John oder mein Doktor, Papa, Sie verstehen das nicht. Ich sagte, sagen Sie die Geschichte. Er sagte, dass, nein, das ist nicht zu sagen, das muss man also mitschauen, mitsehen, nur dann versteht man. Ich dachte mir, okay, kein Problem. Aber Sie wissen, dass die Freude wird nicht so vermittelt werden. Man muss selbst Teil werden und nur dann genießt man. Ansonsten könnten wir eigentlich solche Freude auch nicht weitergeben. Das ist so interessant und großartig. Okay. Welche sind bei Ihnen so bekannt? Arya, bist du auch ein Liebhaberin von Trickfilmen? Oder? Ja, guten Tag. Meine Lieblingsbücher ist Champak und ich mag Ninja Thodi und Noddy und Bob the Builder sehr gerne. Und als ich mit meinen Freunden im Park war, sah ich einen Kind, der am Baum festgehen. Ich sage meinen Freund, bitte helfen ihm. Er ist in Problem. Er sagt mir, sagen mir Kinder, ich bin Shiva. Shiva ist sagt, okay, du bist Shiva. Meine Bruder sehr Motu Patu sehr gern und sie immer sagte mir, ich mag Samosa sehr gern, bitte geben mir Samosa. Heutzutage sind die Cartoon-Charakter sind sehr bekannt und alle Kinder sehen immer. Und Jugendlichen auch gerne diesen Karikaturen. Jetzt, wenn ich Zeit habe, ich auch sehe manchmal diese Cartoon-Charakter. Danke. Bitte schön. Ja, wunderbar. Ja, Freunde, ein nach dem anderen. Sie können Ihre Erfahrung, Meinung, Interesse. Ja, Ahmed, bitte schön. Guten Tag alle. Heute spreche ich über ein interessantes Thema, über Karikatur. Und erster ist unser Anfang mit der Geschichte der Karikatur. Bitte schön. Und die Karikatur wurde von immer schon im 1908 gefunden. Und die erste Karikaturfilm heißt Fantasmagorie. Tut mir leid, es ist Französisch. So, bitte für meine Aussprache. So, ja, als ich Kind war, ich genieße Karikatur sehen und ich habe auch viel Karikatur gesehen und mein Lieblingskarikatur war Ben 10, Totabin, Doraemon und so weiter. Und ja, als ich Kind war, ist aber sehr süchtig auf Karikatur. Und ich spare viel Zeit, Karikatur zu sehen und nichts anderes machen, nur Karikatur sehen. Aber jetzt es ist weggegangen. Keine Zeit. Und jetzt hat man keine Zeit für Karikaturen. Man muss viel lernen, studieren, damit man vielleicht einen Studienplatz in Deutschland bekommt oder einen Job einfach. Ja, man kann sagen, dass wir haben keine Zeit zu Karikatur zu lernen. Und ja, ist auch aber
sehr gutes Ergebnis gemacht mit Karikatur. Und jetzt Stella ist ein sehr gutes Gewohnheit auf Wissenschaftsdokumentation sehen im YouTube, im Discovery Channel zu verbessern mein Wissenschaft. Und ja, das war alles. Danke. Bitte schon, sehr gut. Ja, Freunde, wer ist jetzt dran? Einfach, wenn Sie über Ihr Lieblingskarikaturen, Charakter sprechen wollen, dann können Sie auch sehr gerne. Uns ist das wirklich wichtig, dass alle sprechen. Und so genießen wir auch. Rakesh, hast du auch sowas? Ja, Sir. Guten Tag alle. Heute das Thema ist die Session Assistant und die Karikaturen. Die Session Assistant oder auch Fan JL Stellung ist ein animierter Fan Kerne, das anders als der Size Trickfilm. Die Seismic Assistant spielt eine große Rolle in indischen Fernsehen. Unser Kind Heid ist unvollständig ohne die Seismic Assistant und die Karikaturprogramm. Das ist wichtig für Kinder, weil sie schnell die Dinge mit Karikaturen verstehen. Wenn ich über Miss Rede, Lind Comic User von Tata Chaudhary und ist Jenny, die Kanal von Mowgli. Mowgli ist auch berühmt Karikatur. Und Shubham sagte uns von Chota Bhim. Das ist mein Lieblingskarikatur. Wenn wir Merkidien meisten ansehen auf der Seisen Assistant Kanal und von einem bis 6 oder 7 User von Kindern über Gesichter oder Karikatur. Mein Neffe ist nur 2 Jahre alt und er schaue die Karikaturen-Kanal oder Seismic Assistant bei Messen oder Milch zu trinken. Aber Jan, mehr Fernsehen oder Mobil Jan ist nicht gut für Augen. Aber das ist mein Lieblings-Channel, sagte er. Das ist alles. Ja, schon. Wunderbar. Ja, eigentlich egal, also welche Karikaturen, Cartoons wir genossen haben, aber immer noch, wenn wir daran denken, dann fühlen wir uns so gut und würden vielleicht diese schöne Zeit wieder erleben. Das ist bei uns allen. Heute haben wir auch noch einige Freunde, die vielleicht neu sind. Wir freuen uns, wenn sie sich vorstellen könnten. Also man muss nicht hier immer über das Thema sprechen, aber mindestens vielleicht eine Vorstellung wäre schon. Vielleicht Delays. Sie sind neu heute. Einfach sich vorstellen. So würden wir auch einander kennenlernen. Und inzwischen Rina ist auch da. Rina, Shilpi, haben Sie auch Ihre Lieblingscharakter? Zum Beispiel Hanuman habe ich ja nicht so viel gesehen, aber Bal, Ganesha, ein bisschen schon. Und Krishna, das war auch wirklich toll. Und dann bildet man Devki Nandan. Ja. Warum gefallen uns diese kleinen Karikaturen? Was ist eigentlich so interessant, attraktiv an sie? Sie sind klein und mit klein will man sich assoziieren. Diese Kleinen sind dann unschuldig und sie sprechen so Jews. Und diese Kleinigkeiten, die kleinen Sachen gefallen uns eigentlich. Wir wollen einfach genießen. Also, Sir, Sie haben uns Mr. Bean auch Robin auch gezeigt. Aber er war nicht eine echte Karikatur. Trotzdem spielte oder betrachtete er sich, als ob er eine Karikatur wäre. Und davon hatten wir und haben wir uns zu viel genossen. Und er war nicht eine echte Cartoon, aber trotzdem spielte er oder betrachtete er sich wie eine Karikatur. Und
sein Programm war super beliebt unter die jungen Naturalisten, die schon erwachsen haben auch und hatten auch sein Programm gesehen. Und weiß ich nicht, er ist gestorben worden oder ist er lebendig noch, weiß ich nicht, aber er war super, er spielte oder sein Programm spielte und hatte Brustrolle in dieser Karikatur Industrie als die erste Karikatur. Genau, richtig, du hast recht. Er war eine lebendige Person und vielleicht ist immer noch, ich bin auch mir nicht sicher, aber es gibt auch dann Karikaturen. Heutzutage, wenn sie sehen, dann spielt er nicht selbst, aber diese kleinen Figuren, er wurde dann auch Karikatur, ne? Ja, aber richtig, es gibt einige Menschen eigentlich, nicht nur diese Fotos, Bilder, aber es gibt einige Menschen in der Nähe von uns und wir sehen, sie sind immer, sie verhalten sich. Sie sind immer, also sie verhalten komisch oder unterhalten uns und wir wollen auch immer eigentlich mit ihnen Zeit verbringen, weil das Spaß macht, weil das Freude macht. Und das ist vielleicht auch der Grund, dass die Kinder wollen auch eigentlich, sie sind auch in der Suche nach der Freude und hier bekommen sie. Sie sehen uns und dann wir sind ein bisschen seriös, ernsthaft und dann gefällt das ihnen nicht. Und sie wollen eigentlich nur etwas Interessantes. Und da finden sie dann diese Karikaturen oder diese Trickfilme. Klar. Okay, Freunde, wer ist next jetzt? Rina, Gorau und andere Freunde. Bitte schon. Es wäre toll, wenn sie ihre eigene Erfahrung, Mowgli, können wir auch nicht einfach vergessen. Mowgli war und ist ein super in der ganzen Welt. Jungle Book, sehr bekannt unter Kinder. Alle wurden und wir haben auch mitgesungen. Jungle, Bach se liye pata chala hai, chaddi pehen ke phool khila hai. Ja, Shilpi, bitte schon, du bist dran. Hallo Freunde, heute geht's Prima ist sehr interessant. Das erinnert mich meine Kinderheit. Sogar jetzt auch macht das viel Spaß, wenn sehe ich Karikatur. Als ich Kind war, meine Lieblingskarikatur war DuckTales. Wir haben nur einen Kanal, das ist TV National und die Zeit für die Show wurde festgelegt. Aber jetzt wir haben viele Kanäle und Karikaturen kommen ganzen Tag an. Also wir haben YouTube, Food Kids, Geo Cinema Kids, wie die Kinder können viele Programme sehen. Manchmal sehe ich auch mit meiner Tochter, sie mag Doraemon, Shinchan, Masha in India. Als ich Kind war, ich vorzuge Magazin. Ich erinnert meine Großmutter hat mir jeden Tag 2 Rupien gegeben. Das ist die Miete für ein Magazin am Tag. Ich mag Chacha Chaudhary, Pinky, Nagraj und viele auch. Ich mag auch Minions Film. Wir sollen ein Kind immer in uns selbst am Leben erhalten. Das ist alles von mir. Sehr schön. Danke. Bitte schön, sehr gut. Also die Oma. Ja, Guru. Guten Morgen. Und ich habe ja viele Meinungen gehört und ja, sie war sehr gut zu sagen und vielleicht stimme ich meistens zu. Aber dann ist es wie immer eine neue Perspektive hinzufügen. Und obwohl ich zustimmen muss, dass Karikaturen helfen uns und wir helfen uns auszuruhen und Stress abzunehmen und die Kinderfreunden sie auch sie können mit Karikaturen ein bisschen relativ sehen und die Beziehung sie können erfüllen, dass ja vielleicht Leben einfach ist und sie können Stress abnehmen, damit können sie Stress abnehmen und
weitergehen, wenn sie unter Stress leiden. Und als ich klein war, habe ich auch viele Karikaturen gesehen, zum Beispiel Tom und Jerry und wie Schilfe gesagt hat, DuckTales. Aber ich habe kaum von diese andere Art und Weise, zum Beispiel Superman oder und so weiter. Solche habe ich nicht so viel genossen, die mit Gewalt verbindet wären. Und ich bin der Typ, der mit lustige Art und Weise verbindet ist. Und immer noch, wenn ich sage, ich ein Zweifel von Tom und Jerry, ich kann das noch jetzt sehen. Und auch, das hilft mir auch Stress abzunehmen und mich auszuruhen. Und, aber dann habe ich auch keine Schattenseite von Karikaturen gesehen. Und solche, finde ich, habe ich erstmal in 1998 gesehen, wenn einige diese Journalisten waren auch wegen Karikaturen war hinter den Gefängnis. Und jetzt hören wir das sehr oft, dass einige Menschen haben eine Karikaturen gezeichnet und deswegen sind sie jetzt hinter dem Gefängnis. Und jetzt ist das immer noch okay, ein Karikaturen zu zeichnen und Toleranz zu erwarten. Es ist jetzt kaum, jetzt ist das ein bisschen hektisch und manchmal kann es auch lebensgefährlich sein, wie einige in Frankreich gesehen haben. Diese Journalisten von Charlie Hebdo waren wegen Karikaturen getötet und ja, dann haben wir auch eine Debatte. Und einer und andere auch gesagt, dass ja, sollen die Karikaturen eine Grenze halten oder sie sind nur lustig und man kann sich ausruhen und dann ignorieren. Aber immer noch sehen wir, dass die Grenze können nicht übersiedelt werden und wir sollen noch unsere Grenze halten, was wir erwähnen können. Und wenn irgendjemand, zum Beispiel eine Person, nicht tolerant ist, dann vielleicht hören sie die Meinung die andere Person gar nicht. Und gibt es auch die Falle, einerseits haben die Leute die Toleranz nicht, andererseits können sie einige Person auffinden, die alles gar nicht respektieren. Zum Beispiel, was für mich Respekt sei, kann für andere etwas Dummes sein. Und da gibt es eine sehr unentrennbare Linie zwischen was Respekt ist und was Rechte sind. So vielleicht müssen wir jetzt die Zeit finden und als eine Gesellschaft müssen wir Zeit finden, wo wir eine Entscheidung treffen können, was eigentlich Grenzen sind und was soll nicht überquert werden. Und was zum Äußern ist, und kann man einfach einen Eindruck bringen und darüber etwas erwähnen, ohne die Respekt zu hindern oder verhindern. Und man soll eine klarere Grenze immer noch haben, was ohne Respekt Verhinderung gesagt werden kann. Aber die Karikaturen. Man soll nicht gar nicht sprechen muss. Ja, aber die Karikaturen sind normalerweise interessant. Diese Trickfilme, Spaß, Freude ist da. Aber du hast ja, recht. Du aber hast recht. Hat das erwartet. Klar, diese also aber wenn Gewalt. Der Journalist von wenn Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, das ist ja ein Kritik, das alles anderes eigentlich. Wenn man Ziel, wenn man Absicht, also negativ hat, dann könnte das auch eigentlich andere Richtung führen. Nein, also ich meine, ja. Immer noch wenn etwas negativ ist. Zum Beispiel, Sie haben etwas negativ für mich gezeichnet, dann kann ich Sie töten. Nein, ich kann, der Recht ist, dass ich kann zum Richter gehen, ja, ja. Oder ich kann zum Richter gehen und Sie
rejuvenation for the Vishnu Brindam. Get the sight. That was known as a clearer. Transmission we have. That voltage expression. Yeah, yeah. That happens the rest. Ajo man jolta giduld haben und dann ja immer positive Seite. Aber manchmal ist das so übertrieben, dass kann man nimmt das persönlich und dann aber dafür wir haben wir kaum Toleranz als Ruhe. Das alles wird mit ein Klick der Maus können wir alles erwarten. Deswegen haben jetzt Leute kaum Geduld. Wenn etwas noch nicht erfüllt ist, dann vielleicht in der USA will man eine Waffe halten und dann 21 oder 25 wird getötet. Das ist nicht, was man erwartet. Ja. Das Leben ist wirklich, ja, das Leben ist wirklich ein bisschen stressig geworden, oder aber dann diese Karikaturen machen das ein bisschen leichter. Mindestens versuchen sie. Und deshalb sind sie vielleicht immer noch ein Thema. Einige haben eben, sie haben sich das lebensgefährlich geprüft. Ja. Darüber lache ich. Und das ist ein bisschen verrückt. Ja. Und das ist die Wahrheit der Welt. Richtig. Das muss ich noch akzeptieren. Ja, ja, natürlich. Das ist alles von meiner Seite. Klar. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und geduldiges Hören. Vielen lieben Dank. Und Akshay, bist du auch da? Vielleicht du bist heute auch im Büro. Ich weiß nicht, ob du jetzt sprechen darfst. Du musst auch nicht, wenn du nicht darfst. Ja, klar. Aber die anderen Freunde, würden noch dazu, Chabi? Okay, kein Problem, Akshay. Yes, sir. Ja, gerne. Wie ist es in Nepal? Welche Karikaturen? In der Tala, welche Sprecher über das Thema Karikatur? Die Karikatur ist sehr interessant, Seite für Kinder. Kinder mögen immer Karikaturen zu sehen, aber nicht nur Kinder Karikaturen zu sehen, Jugendliche auch sehen. Als ich Kind war, hatte ich viel Zeit, Karikaturen zu sehen, aber jetzt auch ist manchmal Karikaturen zu sehen, wenn ich Zeit habe, aber nicht nur immer sehen. Kinder mögen die Karikaturen sehen. Deshalb Kinder immer Karikaturen im Fernsehen sehen. Karikaturen ist sehr wichtiger Rolle für die Kinder, da viele Kinder lernen auch von Karikaturen. Ja, das ist alles. Sehr schön. Ja, richtig. Also manchmal gibt es auch etwas kindisch oder die übertrieben, das ist gar nicht möglich. Aber sie zeigen das, könnte vielleicht das auch sein. Also plötzlich Chotu und Motu, sie gehen und plötzlich fliegen sie und dann Samosa ist er und dann ist er, dann alles. Also das kann man nicht glauben, das ist auch nicht die Realität. Aber das macht Spaß. Einfach, übertrieben Wildes, manchmal ganz Unsinn, aber einfach, so lachen wir. Das ist wirklich andere, ganz anders denken, out of the box. Also Komödie gibt es da, aber das ist das Thema eigentlich. Klar, und wir sagen auch nicht, ob wir von diesen Karikaturen immer was lernen können, aber Spaß gibt es immer da. Aber wie ja von Gaurav auch erwähnt wurde, manchmal zeigen einige auch Gewalt, und das ist ja nicht positiv. Unsere Jugendliche, sie wollen auch dann so, also schlagen, und dann ist dann ja negativ. Das halte ich wirklich für negativ. Spaß, Quatschen ist okay, übertrieben ist okay, alles kindisch, lustig. Ja, okay, aber dann Gewalt? Nein, das sollte nicht beseitigt werden. Ansonsten gehen wir in eine andere Richtung. Ja. Ja, Guru.
Ich wollte auch ein Beispiel von Indien bringen, zum Beispiel Balasaheb Thackeray. Er hat viele Karikaturen aufgezeichnet damit war Shivsena bekannt. Aber jetzt, er hat Shivsena die Lektion vergessen. Und jetzt, wenn Sie diese Karikatur an sich sehen, können Sie das nicht tolerieren. Und da finde ich, das bringt mir zum Lachen. Weil die Person, der zum Kraft gebracht wurde, der hat der Toleranz verliert. Sozusagen muss die Toleranz jetzt ein Teil unserer Bindungssystem sein, sodass viele Probleme unseres Lebens können gelöst werden. Gelöst werden können. Und wenn wir Geduld haben, vielleicht dann finden wir auch die Richtung, dass ja, wenn etwas ich nicht tolerieren kann, oder etwas finde ich etwas sehr, sehr schlecht, dann kann ich einfach zum Richter gehen und damit kann ich mit Beweis erzeichnen oder einzeichnen, dass ja, diese Person hat etwas Falsches geschrieben oder gezeichnet und das hat mich verhaftet. Damit hat er mich verhaftet. Und vielleicht, wenn ich diese gleiche Beispiel von Charlie Hebdo zeige, viele wissen über Charlie Hebdo News, über diese Theotung, der Journalist. Aber dann früher war Charlie Hebdo dreimal verhaftet und die Richter haben sie verboten, etwas zu zeichnen, was nicht acceptable war. Aber wenn man Geduld verlost hat und diese Journalisten getötet hat, dann hat alle Menschen Charlie Hebdo unterstützt, obwohl vielleicht Charlie Hebdo etwas Falsches gemacht hat. Natürlich. Und wenn wir die richtige Weg finden müssen oder dürfen, müssen wir es verstehen, dass die richtige Weg, eine Anerkennung über etwas Schlechtes zu bringen oder es zu zeigen, dass diese Person hat etwas Falsches gemacht, müssen wir diese Person nicht verhaften oder selbst töten. Wir müssen zum Gericht gehen. Das ist der richtige Weg. Ja, kann. Aber ja, das soll sein. Aber ja. Was dann ist? Ja, natürlich. Sie haben recht. Also es gibt unterschiedliche Strategien. Wir alle sind intelligent und wir versuchen eigentlich unsere beste Weise. Wir nehmen einen Weg und manchmal sind wir nicht genug intelligent. Wir denken, dass wir sind, aber dann es gibt auch andere Menschen. Wir können eigentlich nur uns kontrollieren. Sie haben recht, ich habe das vielleicht verstanden, wir können nicht anderen schwinden, aber wir können uns kontrollieren. Ärger verlieren wir den Sinn. Klar, das richtig. Nicht erwartet. Ja, wenn wir wütend sind, dann können wir nicht also vernünftig, logisch denken. Das wird verloren, automatisch zuerst. Und dann kann man nicht auch von uns also erwarten, dass wir richtig, also gut verhalten. Wir müssen natürlich, aber meiner Meinung nach, was wichtig ist, wir sollten das nicht checken, ob man tolerant ist oder nicht. Wir sollten also nicht solche Tests immer wieder machen. Wir sollten uns lehren, uns also kontrollieren. Ansonsten wird das manchmal zu viel. Aber dann finde ich ein bisschen unterschiedliche Situationen. Wenn ich heutige Karikaturen sehe, zum Beispiel diese Shinchan, oder was hat Shinchan gesagt? Shinchan war eine, und da gibt auch einige, zum Beispiel, ich erinnere mich nicht daran. Ja, Batman oder diese? Superman, Batman oder Spider-Man oder sowas? Superman und Batman waren vor uns schon auch. Aber diese Shinchan und gibt es auch einige, die ich gesehen habe. Mhm. Aber ich kann mit diesen Karikaturen nicht gut verbinden. Und fühlen Sie sich auch so an? Eigentlich, wir können von unserer eigenen Kultur, wenn was sehen, dann zum Beispiel, wenn ich diese also Bal Ganesha oder Bal Hanuman oder Krishna sehe, dann kann ich besser verbinden. Das ist ja richtig.
Und wenn etwas von einer anderen Kultur kommt, dann ist das nicht einfach. Dann brauche ich auch Hintergründe oder sowas. Das könnte ein Grund sein. Meine, mit Tom und Jerry kann ich auch gut verbinden. Aha. Aber solche gleiche Verbindung kann ich nicht mit dieser Shin-Chan oder diese andere Karikatur still nicht, kann ich nicht gut verbinden. Ist sehr eigentlich nicht Fernseher und diese Karikaturen auch nicht. Nur einige habe ich. Ich war nie so glücklich, dass also stundenlang sowas. Aber meine Kinder schon. Und manchmal sehe ich von Ferne. Okay. Aber es ist auch einige Male. Ja, Shubham, du bist dran. Es ist ja auch einige Male so passiert, dass ich wollte also einfach gehen und mit meinem Kind sprechen, aber er war so beschäftigt und dann wusste ich plötzlich Bescheid, oh mein Gott, seit 20 Minuten bin ich hier und dann gehe ich zurück. Sie sind wirklich so interessant und attraktiv manchmal. Shubham wollte vielleicht was sagen. Ja, Shubham. Yes, sir. Im Unterschied zu anderen möchte ich meine Meinung vertreten, dass Karikaturen sind nur unsere innerliche Emotionen oder Ausdrücke, die durch den Bleistift oder durch den Gedanken auf einem Papier gemacht werden. Das sind sie nur Emotionen Ausdrücke. Karikaturen oder solche Figuren gewidmet nicht nur für die Kinder, sondern für alle. In Karikaturen werden in allen Bereichen des Lebens benutzt werden. Wie zum Beispiel, ich möchte nicht jetzt hier öffentlich sagen, trotzdem sage ich, weil man kann die Wahrheit nicht unter den weißen Hut stecken. Für Erwachsene gibt es eine Webseite, gibt es eine geile Frau, sie heißt Savita Babi und ihre Karikatur ist sehr so bekannt bei Indian Bevölkerung, bei uns. Und sie ist eine geile, sehr geile Frau und sie ihre Filme und ihre Fetterfilme, sogenannte Fetterfilme, sind sehr bekannt bei uns. Und Karikaturen sind nicht nur im Politikbereich benutzt werden, sondern in allen Bereichen. Und die sind nur unsere Emotionen. Unsere innerliche Emotionen und soll man davon sich benefitieren und soll man davon sich interessieren, es hängt von uns ab und dafür braucht man nicht Toleranz, dafür müssen wir unseren gesundlichen Menschenverstand benutzen. Sollen wir es sehen oder nicht sehen, es hängt uns ab. Es hat nichts zu tun mit dem Fan zu tun. Ja klar. Und manchmal könnte man auch sagen, dass einige Karikaturen ziehen uns an, weil wir auch vielleicht innerlich so sind. Meinen Sie das auch? Ja. Wir assoziieren einfach vielleicht. Wir wollen auch sowas machen, tun. Ja, im Leben wir sehen oder bekommen nur das, was wir eigentlich wollen. Unmöglich. Klar. Akshay wollte vielleicht dazu was sagen. Bitte schon, Akshay. Entschuldigung, Sir. Ja, bitte. Kann ich? Ja. Station etwa? Ja, ja, gerne. Ja. Wir freuen uns darauf. Ja, von Kinderheit war ich sehr neugierig auf Technik und den Weltraum und manchmal Alien. Und deshalb war meine Lieblingskarte. Karikatur war Ben 10 und Roll Number 21 und auch. Und soweit ich weiß, habe ich fast alle Episoden von Ben 10 gesehen. Und auch im Moment schaue ich die viele Cartoon, viele Karikatur und viele Dinge. Und ich möchte sagen, dass meine Lieblings Karikatur war Courage the Cowardly Dog und ja, und it came to one that the cartoons spielt the wichtigste Rolle in unserem Leben in heutigen Szenario auch. Ja, das ist alles bei mir. Ja, vielen lieben Dank, wirklich.
time großer Fun von Wenden. Okay. Ja, cool. Sehr schön, Freunde. Und noch jemand? Das ist wirklich immer toll. Über uns selbst zu sprechen, unsere eigene Erfahrung ist wirklich sehr toll. Und dann würde ich ja Amanda auch dann Ihnen hören lassen, general vielleicht ein bisschen. Und damit können wir das auch enden. Jungle, pata chala hai. Das eigentlich, diese Musik hat mir immer gefallen. Vielen lieben Dank, Freunde. Das ist wirklich so toll. Morgen nehmen wir ein anderes Thema. Ja, vielen lieben Dank. Und ich teile das Thema heute mal. Ja. Okay, dann. Tschüss. Tschüss, sir. Vielen Dank. Good song. Good morning, sir. Bye-bye.